Leute, heute wird es mal wieder Zeit für ein XXL Apex Legends News Update. Ich habe eine Menge Informationen für euch. Gestern war das Mid-Season Update, hat eine Menge Veränderungen gebracht. Wer die Patch-Notes nicht kennt, ich verlinke euch nochmal das Video, solltet ihr reinschauen. Da gibt es einen Nemesis-Nerf, es gibt einen Horizon-Nerf und einen Revenant-Nerf und so weiter und so fort. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ist mega interessant. Heute habe ich aber nochmal Informationen zu einem eventuellen Lifeline-Rework, Cross-Progression. Und wer denkt, dass das aktuelle Event das Halloween-Event ist, der hat definitiv oder ist definitiv weit gefehlt, genauso wie ich, weil das aktuelle Event sieht ja danach aus, World's Edge After Dark, ist aber tatsächlich nicht das Halloween-Event. Das Halloween-Event startet am 17. Oktober. Ich habe eine Menge Skins aus diesem Event für euch. Ich habe den Prestige-Skin für Revenant für euch. Und im aktuellen Event rund um das Erbstück von Fuse mit diesen Totenköpfen, die du da beschwören kannst, das ist ein Teaser für das Erbstück, was richtig, richtig cool ist. Ich habe jetzt erstmal eine Menge Skins für euch. Ich zeige euch dann die Halloween-Event-Map-Rotation. Die wird richtig, richtig geil. Und es wird für dieses Event auch ein mega geiles Survival-Item geben, was brandneu ist. Und es extrem abwechslungsreich und ich sag mal unsicher macht, wie jede Runde so läuft, egal welche Legende du nimmst. Bevor ich jetzt aber ja irgendwie weiter erzähle, fangen wir direkt mal an. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, es lohnt sich. Wir starten erstmal hiermit. Das ist jetzt nicht alles rund ums Halloween-Event, es kommen noch ein paar verschiedene Packs, es kommen noch ein paar verschiedene Themes, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Wir haben auf jeden Fall, nächste Woche soll das schon kommen, dieses Paket mit dem Octane-Skin und passend dazu wird es den Prowler-Skin geben. Es wird allgemein auch in den, ich sag mal, Loot-Pool der Skins ein bisschen was hinzugefügt. Dann haben wir zum Beispiel die Vault. Die Vault wird auch ein neuer Skin, den wir aus Packs ziehen können zum Beispiel. Dann haben wir die Kraber. Sieht absolut schick aus. Als nächstes haben wir Holy, sage ich nur, das ist wirklich eine richtig geile Kombination. Was heißt Kombination? Das ist ein richtig schöner Skin für die 45. Sieht absolut schick aus. Dann haben wir, kommt auch demnächst ein Bündel mit dem Wraith Recolor von dem Voidwalker Recolor und dem Season 1 Battle Pass Skin von der Havoc. Ich habe es hier noch ein bisschen größer. Einmal die Havoc war, glaube ich, schon mal drin, wenn ich mich nicht irre, das Recolor. Und natürlich der Voidwalker Recolor Skin Warpatch nennt er sich. So, jetzt sind wir hier angekommen. Es ist echt eine Menge an Skins. Hier ist ein, es scheint wahrscheinlich der Halloween Skin fürs Halloween Event von Octane zu sein. Ein absolut genialer Skin. Der gefällt mir tatsächlich extrem gut. Dann haben wir einmal Valkyrie. Dann haben wir einmal Mad Maggie. Sieht jetzt nicht nach Halloween aus, nee. Der ist richtig stark. Der sieht so ein bisschen so Medusa-Style aus von Catalyst, dieser Skin. Die Haare so schlangenmäßig. Sind das Schlangen? Ja, das sind Schlangen, also Medusa. Sehr, sehr schick. Dann haben wir ja den Klotz Vantage. Wir bekommen noch einen Mastiff-Skin, ebenfalls in einem Event. Dieser Hemlock-Skin ist allererste Sahne und es wäre richtig geil, wenn in der Mitte diese roten Punkte, wenn die so nach und nach so ein bisschen reaktiv werden und immer mehr leuchten, vielleicht zeigen die auch so ein bisschen die Kills an, wie viele du gemacht hast. Pro Slot ein Kill und so weiter und so fort. Würde ich richtig stark finden. Dann haben wir noch einen G7 Skin. Das ist vom Halloween Event der Pathfinder Skin. Der sieht krank aus. Die Form vom Kopf absolut crazy. Dann haben wir den Halloween Lifeline Skin. Also nicht alle Skins, die ihr jetzt gesehen habt, gehören zum Halloween Event. Das möchte ich nochmal betonen. Wir haben einen Mirage Skin. Sieht auch sehr stark aus. Auch der Newcastle Skin ist extrem nice. Wobei das Gesicht ein bisschen komisch aussieht. Als nächstes ein Wraith Skin. Dann haben wir, oh, jetzt geht's los, jetzt kommt der Revenant Prestige Skin, das ist Stufe 1, sieht Darth Maul mäßig aus, dadurch, dass EA ja die Rechte für Star Wars hat, ist das eigentlich eine Hommage oder wie man das nennt an Darth Maul von Star Wars. Die zweite Stufe sieht so aus, das geht schon so in Richtung Transformers meiner Meinung nach, so ein bisschen Optimus Prime, nicht Optimus Prime, der andere Vogel. Die dritte Stufe wäre dann die
Das sieht einfach unfassbar krass aus. Und dann habe ich noch natürlich den Finisher und den Skydive für euch. Der kommt aber gleich. Reihenfolge passt nicht ganz. Wir bekommen noch ein paar Halloween-Sticker. Habe ich jetzt leider nicht alle in groß. Das wäre jetzt aber ein Beispiel. In einem Kürbis, Watson versteckt. Sieht schick aus. Wir bekommen demnächst irgendwann noch in dem, ich glaube, es ist auch in dem Halloween-Event, gibt es noch einen Price-Tracker. Da können wir wieder ein bisschen was freischalten, wenn wir kein Geld ausgeben wollen. Für die Nemesis zum Beispiel einen relativ bunten Skin. Ein epischer, sieht cool aus, definitiv. Und dieser Wingman-Skin kommt, glaube ich, auch noch in den Standard-Beutepool und kann später dann aus einem Pack gezogen werden. Und jetzt kommen ein paar Videomaterialien. Wir haben hier zum Beispiel den Finisher. Ich mache ihn nochmal, weil der einfach ultra schnell geht. Für den Revenant Prestige-Skin. Der ist einfach ultra krank. Also ich muss sagen, für jeden Prestige-Skin sind die Finisher bis jetzt allererste Sahne. Keiner, der mir einfallen würde, wo ich sage, nee. Das ist der Skydive. Und schaut hier die Totenköpfe. Das sind die, die wir aus dem aktuellen Event beschwören können. Auch den mache ich nochmal in groß und in nochmal an. Sehr schick, muss ich auch sagen. Sieht stark aus. Erinnert halt tatsächlich so ein bisschen an Pratchwife, könnte man sagen. Bloß zieht er sich nicht so lang mit der Spur her, würde ich sagen. Dann haben wir hier alles nochmal in einem. Den Schweif, Finisher und alle drei Stufen nochmal in bewegten Bildern. Sieht so krank aus, ohne Scheiß. Also ich finde den, der Finisher, der ist sowas von krank. So, jetzt kommen wir. Wir kommen zur Cross Progression. Mit dem Mid-Season-Update gestern sind nämlich neue Gamefiles aufgetaucht. Deswegen gibt es auf einmal dieses XXL-Update überhaupt nur. Ihr habt ja gemerkt, dass es eine absolute Flaute gibt an News-Content. Und gestern sind dann verschiedene Dataminer wieder fündig geworden. Unter anderem der bekannteste wahrscheinlich hier für Apex Legends, Cryrindo. Und der hat wieder neue Files entdeckt, die implementiert wurden, die auf Cross-Progression hinweisen, sodass es in Season 19 dann wahrscheinlich tatsächlich endlich mal soweit sein sollte. Das werden wir aber in Anführungsstrichen halten und ich möchte bitte keinen weiteren Hate in den Kommentaren bitte, bitte lesen über Cross-Progression, weil ich weiß, dass wir es alle nicht mehr hören können. Die Map-Rotation fürs Halloween-Event am 17. Oktober geht's los. Olympus After Dark, Kings Canyon After Dark, World's Edge After Dark, was nichts anderes bedeutet, als dass wir die OG-Maps zurückbekommen. Außer Olympus scheint ein wenig verändert zu sein, weil das Schiff ist schon da. Also was heißt, das Schiff ist schon da? Das war ja schon immer da. Aber diese ganzen Wurzelwuchsgedöns, das war noch nicht immer da. Also wird es nicht die Olympus-OG-Map sein. Aber bei Kings Canyon und World's Edge gehen wir mal davon aus, dass es die OG-Maps sind. Dann deutet etwas darauf hin, dass wir vielleicht eine Art Lifeline-Rework bekommen. Was genau es bedeutet, kann Cryrindo uns selber auch nicht sagen. Es hat auf jeden Fall mit der Lifeline-Drohne zu tun. Nennt sich Gleitmeter. Das wurde wohl mit implementiert und Cryrindo geht davon aus, dass sie eventuell ein Rework bekommt. Geht aber mal davon aus, dass es nicht so massiv wie bei Revenant sein wird, weil Respawn selber hat gesagt, die schließen nicht aus, dass solche Geschichten nochmal kommen könnten, aber es wird nicht die Regel sein, dass wenn an Legenden geschraubt wird, dass es so massiv mit Story und Trailern und hast nicht gesehen kommt und das dann so extrem sich von der Originallegende unterscheiden wird. Also wisst ihr Bescheid, hier und da könnte das nochmal so kommen, muss es aber nicht. Dann scheint tatsächlich endlich festzustehen, dass wirklich in Season 19 Conduit die nächste Legende sein wird, denn ein Finisher und ein Banner wurde den Gamefiles hinzugefügt. Der Finisher nennt sich Selfie und Big Fan ist eine Bannerpose für Conduit. Ich werde es mir jetzt aber verkneifen, Fähigkeiten von Conduit hier noch mit reinzuschmeißen, habe ich schon mehrfach drüber berichtet. Ansonsten schaut einfach mal in den letzten Apex-Videos, werdet ihr definitiv fündig. Es wird eine interessante Legende, aber die Gerüchte sagten eigentlich, dass Conduit vielleicht unter einem anderen Namen ins Spiel finden wird und die Fähigkeiten vielleicht gleich bleiben oder minimal überarbeitet werden. Wissen wir nicht genau. Und jetzt kommen wir zum letzten und interessantesten Punkt für meine Verhältnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Halloween-Event und was ist so besonders daran? Wir werden zum einen Punkt 1 erstmal viele altbekannte Halloween-Event-Skins
uns wiedersehen aus den letzten Jahren. Und jetzt kommt aber aus dem Survival-Slot das Copycat-Kit. Und das ist nämlich richtig geil. Das ist wie so eine Art Zufallsgenerator-Würfel. Zumindest würde ich das so interpretieren. Denn in diesem Copycat-Kit befindet sich entweder eine taktische oder eine ultimative Fähigkeit von einer Handvoll anderer Legenden. Das heißt, wenn du mit Octane zum Beispiel unterwegs bist, haust du vielleicht diesen Würfel raus und bekommst auf einmal eine völlig andere taktische Fähigkeit oder ultimative Fähigkeit. Welche das sein wird und ob alle Legenden in diesem, sage ich mal, Lootpool für die Fähigkeiten sind, kann ich nicht sagen, aber hier steht für eine Handvoll Legenden. Müssen wir mal abwarten. Es kann vielleicht auch sein, dass eine bestimmte Legende für eine bestimmte Masse an Legenden in dem Würfel diese Fähigkeiten hat und die nächste Legende hat auch wieder völlig andere Fähigkeiten, die die andere nicht hatte. Ich hoffe, das ist so halbwegs verständlich, was ich hier gerade laber. Wir werden keine Evo-Schilder auf dem Boden finden. Das bedeutet, wir können diese orangenen Candy-Nessies auf dem Boden finden, die zugleich Punkte auf dein Evo-Schild pimpen und deine ultimative Fähigkeit aufladen. Das finde ich eine sehr kreative Idee. Nicht dieses stupide, jedes Jahr immer dasselbe Halloween-Event. Klar, mit dem Holobash-Event ist es im Endeffekt nichts anderes, aber ich wünsche mir irgendwie, dass das Holobash-Event immer so bleibt, wie es ist, weil es irgendwie so mit dem Zug und dem ganzen Spaß einfach total viel Spaß macht. Leute, das war's von meinem XXL-News-Update mit einer Menge Skins, mit einer Menge Gerüchte. Müssen wir mal abwarten, was alles tatsächlich kommt. Also, die Skins und das Halloween-Event, das ist alles definitiv safe. Cross-Progression Season 19, Conduit Season 19, das sind die beiden Sachen, wo ich sage, warten wir mal noch ab, aber es sieht ganz, ganz stark langsam danach aus. Also, Ladies and Gentlemen, ich bin wie immer gespannt auf die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren. Ich weiß, dass in letzter Zeit wieder eine Menge Leute einschalten, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nachholt. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.